Der Tag des Duellanten Yu-Gi-Oh! Moin moin und herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Mein neuester Streich. Dieses Spiel als Nachfolger für Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon ein Yu-Gi-Oh! Projekt beende, dann muss ich auch gleichzeitig ein neues anfangen für die Fans von euch, die mich wegen der Yu-Gi-Oh! Spiele schon. Ja. Hier ist der Kartenladen. Willkommen! Wie aufregend! Ein Neukunde! Du möchtest also mit den Duellieren beginnen? Dann musst du dir zuerst ein Starterdeck kaufen! Wie wär's mit dem hier? So, ich kenne das Spiel schon. Und ich weiß, welches Deck ich will. Ich nehme Yugi Muto, weil er der geilste ist. Nein. Ich nehme Joey Wheeler, weil ich finde, Joey ist einfach eine geile Sau. Und ja, passt einfach. So, was haben wir? Was nehmen wir noch dazu? Ich will Booster, da er ein Kriegerdeck hat. Soldatensammlung. Das müsste sein. Oh Gott. Ah, Schmerzen das nach. So, dann kaufen wir doch hier mal eben. Kann ich nur einen? Hallo? Von denen hier habe ich nicht so. Okay. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Und was nehmen wir noch mit dazu? Hexer, I love it. Haben wir auch noch einen da? Okay. Was haben wir da? So ein Joey Extra Pack? Nö. Man kann sie nur die Starter Packs so kaufen. Ah, wir holen uns nochmal eben den hier. Dreimal. Okay. Pam. Erstmal alles aufkaufen, was wir haben. Kriegen können. Weil wir werden sicherlich. Du hast nicht genügend DP. Ah, okay. Gut. Ja, ist gut. Die liegen in meiner Box. In den Korb werfen. Wir tauschen jetzt den Inhalt des Korbs. Jawohl. Ja. Welches Deck möchtest du, Joey? Kein Deck. So, jetzt können wir uns ein Deck zusammenstellen. Ach ne, jetzt sehen wir erstmal, was für Karten da drin sind. Schauen wir mal. Okay. Verstärkung, geile Sache. Ja, sehr toll. Was haben wir hier alles? Das haben wir gerade angeguckt, oder? Hallo? Ich glaube schon. Ja, das haben wir uns gerade angeguckt. Ein weiter bitte. Hallo? So. Ja, machen wir mal. Was ist das da alles aufmachen? Ja, machen wir alles auf. Komm. So, top. Achso, hatten wir schon. Hallo, du blöde. Oh, da ist noch eine Pissnake hier. So, mal reingucken. Was haben wir hier? Ja, annehmbare Karten. Eigentlich nur Kacke, aber egal. Ja, okay, da haben wir schon reingeguckt. Das Magier-Booster. Elfenzwillinge einmal. Ja, cooli. I love it. Was haben wir hier? Ein Goblin-Angriffstrupp. Nice. Hä, ich hab doch aber... Nein. Essen, Duellanten, bla bla bla, Turnier, Woche und tschüss. Okay. Das erste, was wir jetzt machen wollen, ist unser Deck zusammenstellen. Eben einmal kurz... Oh mein Gott. Ja, das Schöne an diesem Spiel ist, erstmal, ja, ist schon so ein bisschen farbig und so. Ja, ganz toll. Deck bearbeiten. Man kann hier voll viele Decks bauen. Ich habe mir überlegt, ganz viele Decks vorzustellen, aber, vom Prinzip her bringt das nichts. Wir tun erstmal rein, was wir reintun können. Laber nicht. Was willst du? Wo habe ich jetzt drin? Okay. Gut, du gehst mit rein, die Panzerechse, 3 Monster, 4 Monster, 5, 6, 7, ja, sehr toll, ich glaube, ich muss alles rein tun, 8, 9, 7-farbiger Fisch, Mahavailo, 10, Gimmi, 11, Pinguin-Soldat ist 12. Was haben wir noch? Pantherkrieger. 13. Natürlich. Damit wir erstmal schöne Monster haben. So, Wiedergeburt. 13. Hallo, wo sind die ganzen Monster? Achso, hier. Okay. 14, 15. Busterblader ist 16. Gearfried ist die 17. Goblin-Angriffstrupp, die... zweimal. 18, 19.
Inselschildkröte. Erstmal ist... Oh, das waren sogar schon 20. Okay. Machen wir hier, ich will... Level 1 bis 4, bla... Spellcards, okay. So, wollen wir mal gucken. Überwollender Hatcher, rein. Schwarzes Loch rein, 2... Was guck ich, erzähl ich eigentlich? Ich kann da oben ja alles sehen, was ich alles reingepackt habe. Spalt rein. Wiedergeburt ist verboten, so wie es aussieht. Ja, rot ist, glaube ich, verboten. Verboten! Überläufer ist auch verboten. Riesentornade, rein damit. Oh, geile Sache. Wir haben schon richtig gute Karten. Das von Anfang an, das finde ich wirklich... Oh, schwarzes Loch, habe ich das rein? Ja, habe ich natürlich. Sage mal, Spell. Nein, ich muss da raus. So, jetzt aber. Trap-Cards. Das packt... Rein. Zweimal Verstärkung rein. 7 Wechsel des Banditen rein. 28, nochmal... Ach, nee, haben wir noch einmal. So. Maboku rein. Ja, toll. Wir sind jetzt bei 30 Karten. Schiete. Burgmauern rein. Okay. Wir sind da ja nicht so, ne? Also wir sind da ja ganz offen für Neues. Geht so. Ja, Drachenschatz rein, Berge rein, scheiß drauf. Packen wir jetzt irgendwas rein. Dein Keto rein. Sind wir bei 34. Fluchzerstörer rein. Seelenerlöser können wir auch reintun. Exil des Bösen. Hier Blockangriff können wir auch noch zweimal reintun. Meine Monster sind ja nicht so. Zufällige verletzlicher Beschützer. Auch noch rein. So, was wollen wir noch mit reinnehmen? Falle entfernen? Nö. Ah, packen wir noch ewige Ruhe rein. Okay. Und jetzt möchte ich gerne das Deck speichern. Wie muck wie das denn? Oh, ich habe das Deck seit das Spiel seit Ewigkeiten nicht mehr. Ah, gut, ist schon gespeichert. Sauber! So, wollen wir erstmal gucken. Was haben wir? Kartenladen, mein Zuhause, Kyber Corporation Turm und Kolosseum. Wir gehen erstmal zu mein Zuhause und wir arbeiten uns dann von Ebene zu Ebene weiter. Und hier kann man wirklich gegen jeden spielen. Wir beginnen mit dem hier. Ja, ich werde die Dialoge nicht... Hallo? Hey! Jetzt gegen mich duellieren, du blöder Affe. Ich gehöre zur Kategorie der Elite-Duellanten. Und als solcher bin ich in dieser Stadt gekommen. Alle Preise an Turnieren, das sollte für eine Elite... Hallo? Du sollst gegen mich... Ah, okay, gut. Man muss die R1-Taste drücken. Sehr schön. Ich habe gewonnen und ich werde natürlich... Erster. So, ich beginne natürlich mit Joey Wheelers Deck. Was schon ein bisschen gepusht ist. Wah, 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 wah. Yeah. So. We draw a card. Jetzt wollen wir mal gucken, was dieses Spiel so zu bieten hat. Wir haben eine nette Auswahl. Ach. Setzen? Was habe ich denn gerade für... Och. Setzen. Dun, dun. Und Waboku packen wir auch noch verdeckt. Und jetzt kommt Gearfreed, der eiserne Ritter im Angriffsmodus. Und damit... Warte mal, da kann man Animationsgeschwindigkeit noch erhöhen. Achso, ist schon maximal. Okay, ist in Ordnung. Wie mache ich jetzt hier weiter? Okay, da kann ich nochmal... Spielzug beenden, okay. Was? Was hat er denn gemacht? Ach so. Nein. Okay, dann wollen wir mal gucken, was er so zu bieten hat. Und zwar ein verdecktes Monster und eine verdeckte Karte. Oh yeah, jetzt bin ich dran. Nein, ich will nichts aktivieren, du blöder Affe. Meine Güte nochmal. Fängt ja schon wieder toll an. Inselschildkröte. Oh, was nervt denn da jetzt? Ist das für Boku? Eine gerechte Nachspeise nervt er die ganze Zeit. Na, okay. Wir beschwören die Inselschildkröte im Angriffsmodus. Wir versuchen jetzt... Nein, will ich nicht. Wir werden jetzt versuchen, ihn schnell zu slashen und... Oh my fucking Gott. Greif doch einfach an. Mach hier keine Faxen. So, los geht's.
Ja, ich habe mir verschiedene Ebenen dieses Spiels überlegt, wie ich dieses Spiel spielen werde. Wir beginnen erstmal damit, dass wir jeden einmal besiegen. Und dann werde ich natürlich versuchen, die ganzen Turniere zu zeigen, die es hier gibt. Und es gibt natürlich auch Trophäen, die man gewinnen kann. Und die werden wir dann auch noch alle gewinnen. Und dann ist das Let's Play vorbei, wenn wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg, Leute, ich sag's euch. So, wir werden jetzt gerade ein bisschen abgefuckt von unserer blöden Feind. Oh, Kuiki. Kuchi. Ja, ich will eine Karte wählen. Wabuku aktivieren. Los. Was? Nee, mein Freund. Hier, ich habe auch noch so eine. Pass Obacht. Ding, 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 ding. 7 Weltschores Banditen. So, bam. In dein Gesicht, du kleiner Bastard. So, er hat 1000 Schaden verloren, er hat 1000 Schaden gekriegt, ich habe 1000 Schaden gekriegt, aber Wabuku wird trotzdem eingesetzt. Hallo, was wird das? Bringt dir doch nichts. Kacknoob, ey. Keiner. Oh mein Gott. Ha! Gott, helfe mir. Vor allem Gott. Hier, komm, aktivieren wir jetzt einfach mal, das ist mir zu doof. Solche Karten packe ich direkt raus am besten. Weil die fucken einen nur noch ab, wenn man die ganze Zeit Witze aktivieren, Witze aktivieren, Witze aktivieren. Und sowas bei einem Tastensmasher, wie ich es bin, ist das dann richtig nervig, Leute. Ich sag's euch. Ich sage euch. Das kann ja wohl nicht angehen, dass dieser kleine Sporken hier versuchte, mich zu besiegen. Bam. 50 Schaden. Toll, klasse. Ich bin stolz auf dich, Mahavailo. Mahavailo, Mahavailo. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Bam. Und der nächste Schlag in sein Gesicht. Wir speeden mal ein bisschen. So. Dieses Duell guckt er jetzt an, ich bin am Gewinnen. Wow, er hat ein etwas stärkeres Monster als meine Inselschildkröte gerufen. Das ist epic. Mountain. My the mountain. Ach komm, leck mich am Arsch. So, Battleface, attacke Gifrit. Lösche sein Monster aus. Bam. So, und der nächste Angriff direkt auf seine Lebenspunkte. Bam. Down. Und abschließen. So, er spielt eine Karte verdeckt und ein Monster verdeckt und dieser Kommentierstil ist ganz schön kacke, denn ich möchte euch nicht nur erzählen, was da gerade passiert, denn ich möchte euch ein bisschen was so erzählen. Ach, wir haben gewonnen hier, guck, Pinguinsoldat, komm! Nutze deinen Effekt und schmeiße sein fucking Monster zurück auf die Hand und nein, ich möchte kein weiteres. Und damit, Leute, haben wir schon das erste Duell gewonnen. Ich will mal sagen, das ging ja richtig schön fix hier, wa? Jetzt kriegen wir ein paar Duell-Points und können uns freuen. Freu! Geile Sache, wa? So spielt man. So, wir haben 267 Duell-Punkte gewonnen. Ja, je nachdem, wie viel Schaden macht oder sonst irgendwas, kriegt man hier Duell-Punkte. Ja, das habe ich schon kapiert. Da kriegen wir hier Duell-Points. Hier, guckt euch das an. Sogar der Hund will gegen uns kämpfen. Bestimmt benutzt ein Mad Dog of Darkness. Oder ein, was gibt's noch für Hundekarten? Da gibt es dieses Maschinenhündchen, dieses ganz, ganz liebe kleine Ding. Wie hieß das denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, komm, hier laden wir nicht voll. So, ich beginne. So, zuerst einmal setzen wir unsere Verstärkung. Und wir rufen wieder mal unseren Gifrit, den Eisernen Ritter. Junge. Der begleitet uns ja das ganze Duell hindurch. So, Gas. Nein, ich möchte nicht. Er hat Mad Dog of Darkness gerufen. Ich fasse das ja nicht. Ich hab sogar recht gehabt. Battleface, er greift mich an. Nein. Jetzt greift er wirklich an. Attack! Und jetzt kommt meine Verstärkungsattacke. Das heißt, ich kriege 500 Punkte extra und bin somit stärker als ein Mad Dog. Tja, mein Freund, damit hast du nicht gerechnet, wa? Das war dir wohl ein bisschen zu krass, würde ich sagen. So, nee, die wollte ich nicht angucken. Ich wollte hier mal eben kurz Ewige Rohr angucken. Zerstöre alle Monster, die mit einer Ausrüstungszauberkarte ausgerüstet sind. Das ist gut zu wissen.
Da bildet sich doch schon in meinem Hirn eine kleine Kombo, wie ich den Gegner schnell platt machen kann oder wie ich seine starken Monster vernichten kann, indem ich sie noch stärker mache. So, Attack off! Bam. Tot. So, und damit beenden wir auch schon wieder unseren Zug. Feuchtfröhlich gehen wir in die nächste Runde. Er ist wieder dran, er macht jetzt irgendwas und ruft noch ein Mad Dog. Oh mein Gott! So, weiter geht's. Noch eine Verstärkung, die kommt ein bisschen spät, würde ich sagen. Erstmal spielen wir die Inselschildkröte. Ach mein Gott. Ja, wir spielen die Inselschildkröte verdeckt und beenden unseren Zug. So. Okay. Okay, er macht nix. Ja, komm, lahm mich nicht voll, mach einfach. So, er greift an. Pinguinsoldat! Nein, nein, will ich nicht aktivieren, geh weg! Nein. Oh Gott. Ja, genau, ich benutze meine Verstärkungskarte für so ein fucking Monster. Wovon träumst du eine Nacht, du kleiner, dreckiger Bastard? So, pass auf hier, ich schmeiß deine Monster zurück auf deine Hand. Zug beenden. Und ich bin dran. It's my move. I draw a card. And I can't playing anymore any cards. Aber wisst ihr was, wir tun jetzt die Inselschildkröte in den Battle-Modus. Nein. Ach, what the hell. Scheiße. Ja, ich würde sagen, da sind wir ganz schön in den Arsch gekniffen, ne? Jetzt macht mich dieser blöde Köter auch noch platt, oder wie? Das kann ich ja mal gar nicht einsehen. Nein, nein, nein. Also, nee. Ja, ja. Komm, gib's mir los. Hau mir auf die Fresse. Oh ja, komm, 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 komm. Direkter Angriff auf meine Lebenspunkte. Nein, das hat wehgetan. Erzähl meiner Mami. Welcher Mami? Hallo? Wovon redest du eigentlich? So, Spacken, jetzt ist mein Zug. Pass auf, so spielt man. Genau, indem ich einen Fluchzerstörer spiele. Ne, wir machen jetzt mal den überwollenden... Ah! Hatchler? So, und rüsten deine Monster damit aus. Der ist ja bescheuert. Setzt da wirklich magische Störung darauf ein. Oh mein Gott. Nun gut. Der setzt zweimal magische Störung auf... mein... Ach so, auf den Effekt, der sich dann aktiviert. Okay, ich hab's verstanden. Ja, was machen wir jetzt? Nichts. Wir aktivieren erstmal unsere Zauberkarte Seelenerlöser. Nein, ich... Oh mein Gott, wisst ihr was? Ich stelle das jetzt gleich aus. Weil mich das doch schon ganz schön ab... Nein, muss ich jetzt meine eigenen Monster entfernen? Oh mein Gott. Wo ist der Fehler, Leute? Weg. Oh. Okay. Nein, möchte ich nicht. Ja, wir haben eine Karte entfernt. Und, ja, wir sind immer noch dran. Ho, habe ich ganz übersehen. Schön, schönes Ding. Oh, wisst ihr was? Ich will mal eben kurz ins Menü irgendwie. Ich will ins Menü. Wie bin ich da vorhin reingekommen? Leute, sagt mir das mit. Ah, nein, ich will das nicht. Verdammte Kacke, geh weg. So. Egal, was ich drücke, es bringt nichts. Ja, Mad Dog greift mich jetzt wieder direkt an. Was für ein Zufall. Ich bin so schockiert. Das ist ja so... Ha, er hat gerade seinen eigenen Untergang heraufbeschworen. 11 Meteorineinschlag, wie blöd ist der denn? So. Meine Katze hat sich gerade ein bisschen erschreckt. Ich meine, wer an meinem Sofa rumknabbert, muss mit einem Kissen rechnen. Ich bin ein diabolischer Kerl. Nein, bin ich nicht. Oh, scheiße, ey. Der bringt mich echt auf Null. Oh mein Gott. Ich werde von einem Hund besiegt. Genauso wie Jaden geht... Oh mein Gott. Jetzt hör auf, mich dauerhaft zu fragen. Du behindertes Scheißspiel, ey. Entschuldigung, das ist kein Scheißspiel. Es ist einfach nur doof, dass sie immer fragen.
Frag mich doch nochmal, bitte. Hier ewige Ruhe aktivieren. Bam. Das war's mit seinem Monster. Der ist ja bescheuert, ey. Guckt euch das an. Beschwöre mein Monster, die schöne Kopfjägerin. Ich möchte das jetzt gerne ändern. Wie mache ich das? Nein. Oh mein Gott. Ach, das müssen wir wahrscheinlich... Jetzt funktioniert das. Manuel, komm. Ja, danke. So, Battle Face. Warum hat er mich jetzt wieder gefragt? Ach so, weil ich wieder Tasten gesmashed habe. Okay. So, attack off! Oh, er fragt doch noch zwischendurch mal. Toll! Habe ich das nicht gerade ausgestellt? Leute, habe ich das... Oh Gott, bin ich blöd. Ich habe gedacht, 4300... Ja, ich glaube, wir haben das Duell definitiv verloren. Ich will mal eben kurz... Ey, das nervt mich hier gerade richtig. Hier, ich hab doch Manuel... Fick dich. Fick dich. Nein! Mann, dieses Spiel verarscht mich. Was ist denn das? Geh weg. Nein, will ich nicht aktivieren. Oh, frag doch nicht die ganze Zeit. Ich hab's extra ausgestellt. Hallo. Ja, Schaden. Nein, möchte ich nicht. Verdammte Kacke nochmal, kapierst du endlich, du blöder Kackvogel. Oh mein Gott, wir verlieren. Gegen einen Hund, ich verstehe das nicht. Oh mein Gott, und die Dreckskarte fragt immer noch. Ja, ich habe verloren. Ja, wisst ihr was, ich gebe jetzt auf. So, aufgeben. Ich ergebe mich. Okay, you lose. Dafür kriege ich keine Punkte. Das ist schon vorherzusehen. Bii, bii, wuff, wuff, leck mich am Arsch. Okay, Leute, das war's für den ersten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet natürlich wieder ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Tag des Duellanten. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.